Es geht nicht schneller, aber wer weiß, es ist schon so einiges im Stechen passiert und mit der entsprechenden Unterstützung macht man manchmal auch Sachen, die man vielleicht sonst nicht machen würde. Mal gucken hier, Laura Klapphake am Start. Jerome, schnell reiten kann sie, hat sie oft genug bewiesen. 37,25 gilt es zu schlagen, das Ergebnis von Maurice. Sprung 1. Auch schräg angeritten. Auch richtig Gas hier zu Sprung 2. Dem Steilsprung. Ganz rasant reitet sie auf Sprung 3 zu. Jetzt muss sie eng wenden, das macht sie auch. Zur Kombination hin. 4AB jetzt im Stechen. Dann linke Hand weiter zu Sprung Nummer 5. Dem Einsprung von eben. Ganz gut unterwegs. 28 Sekunden hat sie dort. Ein Sprung noch. 33, 34, 35. Das wird eng hier. Laura Klapphake. Oh mein Gott. Wahnsinnsritt. 37,67. Das war aber wirklich ganz haarscharf an dem Top-Ergebnis vom Maurice vorbeigeritten. Riesenrunde. Laura Klapphake 37,67.